Wir haben die paar Körbe bestückt mit Dorschresten und wollen jetzt mal ein paar von den Strandkrabben da rausholen und gucken, ob da welche drin sind. Und dann machen wir davon nämlich einen richtig geilen Fond. Das soll richtig gut klappen. Und daraus mache ich dann einen brasilianischen Fischeintopf. Eine Moqueca de Peixe de Baiana. Oder das klingt gut. Gut, dann ja, dann hol doch mal raus. Genau. Wollen wir mal gucken, ob wir erfolgreich sind. Oh! Da kommt der Dorsch. Da fallen die Krabben schon ab. Jo, holen wir gleich rauf hier. Drauf auf den Steg. Ja, perfekt. So. Genau. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, da brauchen sie schnell. Die weg, die weg. Fangen sie schnell. Schön hier rein. Zack. So. Und wir machen das so, wir schmeißen die nicht in kochendes Wasser, weil ich das nicht so toll finde. Wir packen die in den Gefrierraum und dann schlafen die ganz sanft ein. Ah, die schmecken scheiße. Ich muss wieder reinkippen, das geht. Oh, der will weg. Olli, komm mit mir mal schnell. Warte, nimm ihn. Jetzt machen wir eine richtige brasilianische Moqueca in Norwegen, aber auf Norwegisch. Erstmal schmeißen wir so ein bisschen Butter da rein. Zack, boah, das ist schon ordentlich am Brutzeln hier. So, jetzt müssen wir, und jetzt haben wir hier, das sind unsere Krebse, die wir gefangen haben. Das ist jetzt eine ganze Portion voll. Und die wollen, daraus machen wir jetzt einen Sud, der dann der Grundstock für diesen brasilianischen Fischeintopf à la Norwegen ist. So, die Butter ist schon drin. Wir haben auch einen richtig großen Topf, wir haben ja auch ein paar hungrige Esser dabei. Von daher habe ich einen großen Topf Mutti-Tomaten mitgebracht. Weil diese Mutti-Tomaten sind nämlich total klasse. Die schmecken super gut, die habe ich nämlich auch zu Hause für alles, für Pizza, für Eintöpfe, für Suppen. Mega genial. Und gleich der richtige Topf in der richtigen Größe. So, und natürlich Schweizer Messer damit. Und auch überall durchkommt. Klack. Arbeit. So, ich kann mittlerweile mit dem richtigen originalen Dosen einfach gar nicht mehr umgehen, weil ich das alles immer mit dem Schweizer Messer mache. So, jetzt bitte nicht spritzen. So, wunderbar. So, oh, guck das mal. Das schmeckt schon so geil. Mmh. Oh, nicht so gut. So. Und da ist hier noch ein Wurzel. Jetzt schmeißen wir mal unsere Krebse damit rein. Ich hoffe, dass da nur Krebse drin waren, nichts anderes. Oh gut, werden wir feststellen. Alle draußen? Nein, ich will auch noch mit. Quatsch. So. Die brutzeln wir einmal kurz an. Da hier wieder. Oh. Zaubertrank. Ich mache erst einmal ja gar nichts mehr. Erst müssen die Krebse ein bisschen Röstaromen entwickeln hier. Kokosmilch, ganz wichtig. Die haben wir hier in Norwegen gekauft. Die Norweger stehen eigentlich auch so auf asiatische Küche mittlerweile. So, dann haben wir hier Kokosmilch. So, dann haben wir hier noch aufgebaut, das ist alkoholfreier Wein. Weil ich schmuggel ja keinen Wein, keinen kostbaren Wein, den wir dann nicht trinken, sondern in die Suppe schmeißen. Also nämlich alkoholfrei, das geht fürs Kochen genauso gut. Und ja, Olivenöl, Salz und dann gibt es hier ganz geile Gewürze. Das ist Roasted Garlic Pepper, Santa Maria. Und Seafood and Fish, wie praktisch. Die kommen aus Schweden ursprünglich eigentlich, aber die kaufe ich immer in Norwegen. Die sind in Norwegen sehr beliebt und die schmecken richtig gut. Ja, und dann ein Hauptbestandteil der brasilianischen Moqueca ist rotes Palmöl. Rotes Palmöl ist an sich ja ökologisch nicht gerade toll. Das ist aber Bio und dieses von Rapunzel. Ich habe mehrere durchprobiert, das schmeckt mir am besten für die Moquecas und für solche Fischeintöpfe, die ich mache. Deshalb haben wir das dabei. Habe ich mir natürlich aus Deutschland mitgebracht, das kriegt man hier nicht. Ganz eigener Geschmack. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal. Das, boah, boah, Himmels, das sieht schon gut. Boah, sieh mal rein. Mmh, den tut man natürlich nicht hier. Aber das riecht schon richtig lecker. Das riecht schon richtig gut. So, dann löschen wir das nämlich mit dem alkoholfreien Wein ab. Das tun wir jetzt. Richtige Mengen. Boah, ich sag mal so. Zack. Das war ja noch eine Fischsuppe, da muss ich noch ein bisschen aufbewahren.
gut. Kann man das eigentlich vorstellen? Ja, jetzt machen wir mal Dampf hier. 9, Stärke 9, ist glaube ich das höchste. So. So. Das sieht schon mal gut aus. Ja, wir haben mal kurz die Kamera gewechselt, weil es jetzt doch im August schon wieder etwas dunkler wird. Also es wird zwar nicht richtig duster und vor allen Dingen bleibt es noch sehr lange hell, aber es ist halt keine 24 Stunden Licht mehr. Ich guck mal kurz, wo unser Gemüse bleibt. Ah, wie Ande. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir dein Gemüse? Dankeschön, das Suppengemüse. Und das können wir nämlich dann damit reinschmeißen. Da haben wir jetzt drin hier Karotten, dann haben wir drin Frühlingszwiebeln, aber die oberen Teile, da die Abschnitte. Wir haben Sellerie und Porree. Das schneiden wir rein und ein bisschen Knoblauch ist da auch noch mit drin. So. So, und das Ganze bei offenem Deckel muss dann mal einmal aufkochen. Allerdings haben wir noch nicht alles drin. Wir müssen erstmal noch den Rest Wasser für den Fond. Ein bisschen hatte ich schon reingefüllt, müssen wir nicht verbrennen. So. Und das Ganze, den brauchen wir nachher noch. Da muss ich nämlich den Fond wieder abgießen dann. Da haben wir ja auch einen entsprechend großen Topf. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt eigentlich nur warten, bis das aufkocht. Einmal aufkocht und dann so ein bisschen simmert. Dann gießen wir es ab und haben dann den Fond. Und aus dem mache ich dann die Mukeka. Ja, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen warten. Ne? Da kann man zum Beispiel jetzt einen Whisky trinken oder eine Milch oder ein Wasser. Das oder riecht schon richtig geil. Die sind alle rot geworden, die Krebse. Total. Wahrscheinlich, weil ich da reingeguckt habe. Keine Ahnung. Mal sehen. Ich, oh. Ja! Jetzt gucken wir den mal ab hier. Gucken wir. Oh. Machen wir noch ein bisschen Licht. Ein bisschen schwer. Dankeschön. Oh. Dankeschön. Oh. Ich sehe jetzt überhaupt nichts. Macht nichts. Aber der Fond sieht schon mal richtig, richtig geil aus. Die ganzen Krebse rot und ich auch rot. Rot und tot. Oh. Mein Sternzeichen ist auch Krebs. Das stimmt. So, das sieht schon mal gut aus. Ah, perfekto! Si! Topf reicht da aus. Wunderbar. Glück gehabt, ja. So, jetzt leeren wir das aus. Da bitte ich einfach einen von meinen Gästen, das mal in die Fischbox zu schmeißen unten. Matze, ja, danke. Und dann brauche ich den Topf nämlich sofort wieder, ja, weil wir dann nämlich hier darin den Fischeintopf machen. Boah, aber das riecht sowas von geil. Das muss ich mal probieren. Da ist also ja noch gar nicht groß Gewürz drin. Ist egal, du brauchst nicht probieren. Schmeckt sowieso super. Achtung, Achtung. Oh. Wahnsinn. Hammer. Doch, das ist wirklich gut. Boah, wie geil. Wahnsinn. Super, gut. Dann warte ich auf den Topf und dann geht's weiter. Nochmal ein Blick auf den Herrn von der Stadtreinigung. Hier, da. Der Mann für die niederen Tätigkeiten. Ah. Wir haben den Fond jetzt hier den Sud abgegossen durch ein Sieb. Der schmeckt schon wahnsinnig gut. Habe ich schon probiert. Ist gut geworden. Jetzt nehmen wir ein bisschen Olivenöl. Schmeiß das in den Topf. So. Zack, bum, bum, bum. Und jetzt nehmen wir den Blumenkohl. Jetzt muss ich sehen, dass ich eine Reihenfolge nicht verkehrt mache hier. Ah, es rauscht. Rauschen ist gut, das heißt, es ist heiß. Und unsere Spitzpaprika und dahinter versteckt sich noch Porree und ein paar Mohrrüben, glaube ich, verstecken sich da irgendwie auch noch. Na, sieht man ganz gut. Ja. Markus, danke fürs Licht. Unser Lichtmann. Markus, der also dafür sorgt, dass auch, ja, wenn es dunkler wird in Norwegen mal, noch immer Licht ist, das ist Markus. So, genau. Zack, jetzt haben wir es da drin. Vielleicht deutest du mal kurz, Markus, einmal rein. Jo. Ei, guck mal einer an. So, gut. Jetzt habe ich irgendwo noch so ein Ding hier. Da. Jetzt tun wir es noch rum. Wir wollen jetzt diese Röstaromen erzeugen. Das heißt also, dass wir einfach ein bisschen Geschmack, Röstgeschmack rauskriegen. Das geht natürlich mit diesem Induktionskram immer wahnsinnig schnell. Ich bin da gar nicht so ein Fan von. Ich koche lieber auf Gas. Aber gut, ich werde mich dran gewöhnen. Jetzt haben wir hier ein bisschen die, hatten wir schon vorgestellt. Hatten wir schon vorgestellt? Das stimmt es ja, ne? Hatten wir schon, gut. Die packen wir jetzt da rein. Das ist jetzt hier Roasted Garlic and Pepper. Garlic ist Knoblauch. Pepper ist Pfeffer. Da machen wir jetzt mal ein bisschen rein. Abschmecken wir nachher sowieso noch. So.
Na, wer da? Das ist ja eins meiner Lieblingsgewürze, habe ich schon gezeigt. Seafood und Fisch auch von Santa Maria, der Firma. Das benutze ich sehr, sehr gerne. Da ist nämlich auch für was für einen Fisch wirklich super gut ist, haben wir hier Fish and Vegetables. Das benutze ich auch, wenn ich Fisch brate zum Beispiel. Das ist total klasse. Oh, sieht schon richtig gut. Könnt ihr mal riechen hier. Oh. Geruchs-TV gibt's doch gar nicht, ne? Leider nicht. Kommt aber alles. So, und jetzt kommt so ein ganz heftiges Chili. Also hier sieht man schon, Doppelplus. Könnte man auch als Kreuze nehmen oder so, für einen Friedhof. Wenn man davon zu viel nimmt, landet man nämlich genau da. Das hat mir ein Gast auf einem Event geschenkt. Und das macht sein Vater selbst. Und das nehme ich nicht mehr auf diesen ganzen Topf. Das reicht, weil wir wollen ja auch alle überleben. Hammerhartes Zeug, aber richtig geil. Das kommt da nicht rein, das ist leer. Ja, dann haben wir, rühre ich jetzt einmal um. Dieser Topf ist ja auch noch am Rodeln. Oh ja, oh, das Chili kommt gut raus. Echt, diese kleine Menge, die macht unwahrscheinlich viel aus. Hartes Zeug. So, und jetzt gießen wir schon mal ein ganz klein bisschen hier mit auf. Mit dem Tomatenkram und verbrennt uns das. Da kommt nachher noch mehr rein. Das ist ja hier Großküche. Und jetzt kommt das rote Palmöl. Haben wir schon gesagt, Bio-Palmöl natürlich. Das haben wir auch ein bisschen, also auf eine normale Menge macht man. Wenn man jetzt nicht gerade hier so eine Horde Angler bekochen muss, die den ganzen Tag auf See waren, dann braucht man da nur einen Esslöffel von. Ich mache jetzt mal ein bisschen mehr rein hier. Der Topf ist ja auch ein bisschen größer. Wow. Alles Pi mal Daumen. Heute wird hier improvisiert. Es ist mittlerweile ja auch schon, keine Ahnung, 12, halb 12, weiß ich nicht. Ist auch wurscht. Der Rhythmus geht ja eh völlig durcheinander beim Angeln. Wir fischen nach der Tide und dann dauert das halt manchmal alles ein bisschen länger. Ne? So, das sieht schon ganz gut aus. Das lassen wir jetzt mal so. Zack, bumm, bang. Jetzt können wir schon umrühren. Und jetzt! Das sieht schon richtig gut aus. Kommt unser Fond dazu. Das Herzstück der ganzen, des Fischeintopfes ist der Fond. Den werden wir jetzt dazu schmeißen. Den hat er hier. Da ist er. Oh, richtig viel. Da sind jetzt, weiß ich, 60 Krebse drin oder so. Also ich meine, der Fond. Ja. Paff. So. Das ist schon mal das Wichtigste gewesen. Jetzt kommt noch der Rest von unserem tollen Tomatenzeug dazu. Ich muss sie ja alle satt kriegen, ne? Also da muss schon was rein. Fischeinlage haben wir natürlich auch. Wir haben gefangen dafür Leng, Lump. Und weil uns das nicht ausreicht, haben wir noch ein bisschen Pollack dazu geschmissen. Das kommt ganz am Schluss rein. Das zieht nur so durch. So, jetzt kommt auch noch die Kokosmilch dazu. Ich muss sehen, bei dem ganzen Kram, ob ich hier nichts erkennen habe. Einmal Kokosmilch. Lett Kokosmilch gekauft. Lett heißt leichte Kokosmilch. Also mit leicht weiß ich nicht. Gehen wir jetzt einfach mal aus, ob das auch funktioniert. Ein bisschen flüssiger als die normale, weil sie halt nicht so viel Fett hat. Was für heute so wichtig ist, weiß ich nicht. So, wo ist mein Löffel? Ach, da. Ja, das Ganze muss jetzt einmal aufkochen hier. Und ein bisschen vor sich hin köcheln. Da können wir jetzt den Deckel rauf machen, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann geht es weiter im Text. Ich habe Rosa gezählt. Achso, läuft das so. Ja, warte, ich mach das nochmal. Nein, lass uns auf. 3, 2, ja, guck dich an. Lass laufen. Wie? Okay, los geht's. Wie dem auch sei. Es ist spät, es ist nach 12 Uhr. Wir sind alle fertig mit der Welt und so ein Riesentopf, der brauchte einfach und der Blumenkohl brauchte einfach. Das heißt, es wird echt ein reines, richtiges Mitternachtsmahl. Nun ist alles soweit fertig. Ich habe es schon abgeschmeckt. Es schmeckt ziemlich geil. Also das, was vorher ich nur alles reingeschmissen habe, habt ihr ja gesehen. Das ist jetzt auch drin. Und jetzt zum Schluss kommt noch unser gesammelter Fisch von heute. Danke fürs Licht.
Den schmeißen wir jetzt da noch rein. Der soll da jetzt noch ein bisschen ziehen. Achtung, es tropft. Wir haben auch genug gefangen heute wieder. Den ganzen Klotz müssen wir jetzt ein bisschen auseinanderklamüstern. Vielleicht einmal mit Licht rein, einmal mit der Kamera rein. Dann sehen wir, wie das aussieht. Wow. Jetzt ist das irgendwie abgetaucht, aber der taucht auch wieder zum Grund. Das ist auch hauptsächlich Länge und Lump, die leben eher am Grund. Voll der Lärm aus dem Haus. Da wird schon gefeiert, dass es endlich Essen gibt. So, und genau, hier sind wir wieder. Das heißt, jetzt muss der Fisch nur noch kurz Gar ziehen. Das dauert aber echt nicht mehr lang. Ich muss nicht mal mehr den Booster betätigen hier, dieses Megateil. Dank, dank, dank. Habe ich vorhin gemacht. Das zieht jetzt noch kurz gar und dann ist es fertig und dann gucken wir, wie es den Leuten schmeckt. Hi. So, wir haben den Fisch jetzt gar ziehen lassen und ich hoffe, er ist gar. Das werden wir gleich merken, aber ich denke mal schon. Jetzt bringen wir das ganze Ding rein und da drin wartet schon eine echt hungrige Angelmeute. Alter, ist ist das schwer. Alter, ist das schwer. So, es gibt jetzt endlich Essen. Da ist ein Glas noch da, steht da. Nimm das Glas weg, bitte. So. Jetzt. Ein bisschen rum rein. Nee. Gut. Ja, jetzt ist fertig. Also, die ist nicht so ganz wie eine Mokita normalerweise gemacht wird. Was? Man macht sie in einem Tontopf, aber sie ist trotzdem geil geworden. Oder vielleicht auch nicht. Probiert einfach. Wir werden es gleich sehen. Ein bisschen Reis drauf, Dings, Zeug und rein. Vielleicht sollten wir irgendwie noch was, womit man das nehmen kann. Ne? Für meine Hand ist schlecht. Ne? Ja. Sollen wir schon mal mit einem Reis anfangen? Ja, los. Ja, bitte. Oh. Hier haben wir auch. Wer will die Kelle? Das ist ein bisschen Gerät. Vorsicht, der ist nicht lang genug. Der versinkt. Olli. Also so. Warum habt ihr den Reis in den Topf reingepresst? Ja. Das ist Pressreis. Ja, das ist Pressreis. Was macht die Pressreis? Kennst du das nicht? Nee. Bisher nicht. So wie Milchreis ist das. Oh. Brasilianische Tänzerin geäxelt. Ganz schön scharf. Also, haben alle? Achso, hier sind auch. Oh. Alle hier. Sorry. Ja, wir haben auch Hunger stehen. Lesen, Moment, warte, mach ich. Auch wir sind den ganzen Tag auf dem Wasser gewesen. Ja. Was? Entschuldigung. Also Olli, hier ist mein kleines Dreckschwein. Das durch. Puh, Kacke. Wahnsinn. Und es ist noch etwas da. So, guter Reiher. Guten Appetit. Vielen Dank. Guter Appetit. Probier erstmal. Bevor du dich bedankst, probier erstmal. Guter Reiher. Danke zurück. Kuh, Kacke. Bukake ist super. Ja, Bukake. Hier. Dann wieder. Dann wieder die Sonne. Sehr lecker. Oh. And when I say hold yourself, I want all of you get ready to stop. When I